Genau, ihr habt es jetzt schon gesehen, wer uns hier gleich begrüßen wird, und zwar Chris Calden. Ich werde euch noch ein bisschen was zu ihm erzählen, denn ihm ist etwas total Seltenes gelungen. Er hat seinen ersten Roman geschrieben und er ist gleich so ein bisschen durch die Decke gegangen, was ja eigentlich das ist, was man sich als Autor wünscht. Und zwar war er eigentlich ein noch unbekannter Self-Publisher und dennoch hat das Buch einfach Rekorde gebrochen. Er hatte mit Monströs einen riesen Erfolg. Und was ich persönlich ziemlich besonders finde, weil ich weiß, wie anstrengend Schreiben ist, er hat es neben dem Studium der Rechtswissenschaften gemacht, neben seiner Tätigkeit als Videojournalist und als Jurist. Also eigentlich Jobs, die einen schon einzeln total überfordern. Er hat das alles parallel geschafft und noch nebenbei zwei unveröffentlichte Romane rausgebracht. Aber jetzt begrüßen wir ihn erstmal ins Studio, dass er selbst weitererzählen kann. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Abend und hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du uns heute sozusagen ein bisschen mit am Abend begleitest. Schön, dass du da bist. Und ja, ich habe eben schon so ein bisschen von deinem Werdegang erzählt. Es ist total beeindruckend. Wie machst du das? Ja, wie mache ich das? Es ist schon viel Arbeit und eigentlich Wochenenden, also freie Wochenenden gibt es weniger, muss man sagen. Also ist schon eine Doppelbelastung gewesen. Ja, und jetzt, jetzt machen wir direkt weiter noch. Du meinst gerade, freie Wochenenden gibt es nicht und wir klauen dir noch ein weiteres Wochenende und diesen Freitagabend. Also danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Und du wirst auch heute aus einem Buch lesen. Ich habe es hier auch schon mal vorbereitet, und zwar Der Totenrächer. Ich weiß nicht, ich hoffe, man erkennt es so ein bisschen. Und ja, das ist ja sehr gut. Das ist ja ein Teil aus einer Reihe, wie ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, genau. Also Der Totenrächer ist der dritte Band einer Thriller-Reihe mit meinen Ermittlern Speer und Bogner. Und die beiden gehören einer besonderen Mordkommission an, nämlich mit Zuständigkeit für besonders grausame Gewaltverbrechen und ungelöste Fälle. Und es ist so, ich empfehle immer, die ersten beiden Bände zu lesen, Der Totensucher und Der Totenseher. Aber mit diesem dritten Band kann man eigentlich auch wunderbar in die Reihe einsteigen, weil der Fall in sich abgeschlossen ist und man auch ohne Vorkenntnisse problemlos lesen kann. Und das Schöne ist, am 6. Dezember erscheint dann auch schon der Folgeband für Tolino, Titel Der Tränenjäger. Und im März, kann ich schon sagen, geht es auch nochmal weiter mit der Reihe. Okay, also lieferst du ja gerade ganz schön, aber du arbeitest jetzt nicht mehr als Jurist, Videojournalist und so weiter. Nee, also ich habe tatsächlich Mitte dieses Jahres meine Arbeit als Jurist aufgegeben und bin jetzt nur noch als Schriftsteller tätig, und das ist schon eine wunderbare Sache. Aber du sagst nur noch, aber bringst dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Bücher im Jahr raus. Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, schon recht viel Arbeit. Das nur kann man, denke ich, streichen. Ja. Aber hat dir deine Arbeit als Jurist geholfen, dass du irgendwie das auch in die Bücher hast einfließen lassen können? Ja, ich sage immer, die hat auf jeden Fall geholfen, weil man doch lernt, analytisch zu denken und vor allem eine Schlüssigkeit aufzubauen, dass man am Ende müssen alle Fragen geklärt sein und es darf auch kein Wenn und Aber geben. Könnte es jetzt jemand anders gewesen sein oder könnte es sich auch anders abgespielt haben? Also diese strukturelle Vorgehensweise, die man auch im Studium lernt und auch nachher in der Arbeit, die hilft gerade beim Schreiben sehr. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Juristen, die auch schriftstellerisch unterwegs sind. Vielleicht hängt das irgendwo damit zusammen. Und das Bedürfnis zum Schreiben, weil man verfasst ja als Jurist auch täglich Schriftsätze, also der Bezug zum Schreiben ist einfach bei beiden da. Ja, ich glaube, das stimmt, weil gerade hatten wir Romy da und sie ist ja an Psychologie interessiert, ist jetzt natürlich nicht Jura, aber ich glaube, dass solche Zweige sehr helfen können, auf jeden Fall beim Schreiben. Und ich finde es gut, dass du auch schon gesagt hast, dass man mit dem dritten Band auch einsteigen kann. Falls also Zuschauer dich nicht kennen, könnten sie direkt zu dem Buch greifen nach deiner Lesung und damit starten. Magst du uns trotzdem noch so ein bisschen was erzählen oder können wir einfach quasi deine Lesung jetzt genießen ohne Hintergrundwissen? Könnte man theoretisch, aber ich kann mal so kurz anreißen, worum es geht, vielleicht wenige Sätze, also in diesem Band Der Todrächer geht es um eine Reihe von Todesfällen, die die Polizei schon als Suizide eingestuft hat. Und ausgerechnet ein inhaftierter Mörder, den Speer und Bogner ins Gefängnis gebracht haben und der noch eine persönliche Rechnung mit Speer offen hat, behauptet jetzt, dass es sich dabei eigentlich nicht um Selbstmorde, sondern um vorsätzliche Tötung gehandelt hat. Und es gelte noch viel mehr, Morde nach dem gleichen Schema zu verhindern. Die Frage ist jetzt, spricht er die Wahrheit oder treibt er ein falsches Spiel? Das klingt sehr, sehr spannend und ich nehme an, wir werden die Antwort heute noch nicht erfahren, aber du wirst uns ein bisschen was aus dem Buch jetzt vorlesen. Gerne, gerne.
So musste es sich anfühlen, wenn man aus einem Koma erwachte. Er wusste weder, wo er sich befand, noch was geschehen war. Blitze durchzuckten die dunkelrote Leere vor seinen geschlossenen Augen. Krampfhaft versuchte er, die Lider zu heben, doch so sehr er sich auch anstrengte, es gelang ihm nicht. Eine saure Flüssigkeit drängte sich seine Speiseröhre hinauf und ein Brechreiz überkam ihn. Er würgte, schaffte es aber, mit einem gequälten Schlucken seinen nach oben wandernden Mageninhalt bei sich zu behalten. Das Rauschen in seinen Ohren glich einem tosenden Gebirgsfluss. Im Hintergrund nahm er nun jedoch ein sonderbares Brummen wahr. Es drang wie durch Watte zu ihm durch. Und er spürte, dass er irgendwo saß. Sein Platz war weich, ein Stuhl oder ein Sessel. Dennoch überkam ihm jetzt ein Schwindelgefühl und er glaubte, hin und her zu wanken. In seinem Kopf toste ein Orkan. War er auf einem Schiff? Kreiste ein Helikopter über ihm? Er konnte es sich nicht erklären. Sein Zeitgefühl war ihm abhanden gekommen. Was gerade geschah, dauerte für ihn eine Ewigkeit. Es konnte aber auch sein, dass nur Minuten oder gar Sekunden vergingen. Vergleichbares hatte er noch nie zuvor erlebt. Seine Hände tasteten die Umgebung ab. Langsam, wie in Zeitlupe. Er stöhnte. Es war beschwerlich. Als ob sein Körper von Blei ummantelt wäre und seine Arme schienen Tonnen zu wiegen. Er versuchte krampfhaft, sich an das zu erinnern, was vor dieser surrealen Situation gewesen war. War vielleicht alles nur ein Albtraum? Er hatte so viele böse Träume durchleben müssen. Es verging kaum eine Nacht, in der er nicht schweißgebadet aufwachte. Er atmete ein. In seiner Brust schmerzte es. Ein Hustenanfall packte ihn. Dann ganz plötzlich gelang es ihm, die Augen einen Spalt weit zu öffnen. Verschwommen nahm er seine Umgebung wahr. Er begriff nicht, was sollte das? Er saß hinter dem Steuer seines Wagens, in seiner Garage. Die Neonlampe an der Decke verströmte ihr gleißend helles Licht, das einen stechenden Schmerz auf seinen Netzhäuten verursachte. Das Dröhnen wurde lauter. Es war nicht in seinem Kopf und es war auch kein Hubschrauber. Es kam hier, aus seiner Garage. Es war der laufende Motor seines Mercedes Oldtimers. Er hatte den Wagen geliebt, ebenso wie die vier anderen Autos, darunter zwei Luxussportwagen, die er separat abgestellt hatte. Jetzt wollte er nur noch hier raus. Er war sich sicher, wenn er nur ein wenig frische Luft bekäme, würde es ihm besser gehen. Er wollte den Arm heben, um den Zündschlüssel zu drehen und den Motor auszustellen, aber seine Muskeln gehorchten ihm auf einmal nicht mehr. Bleierne Müdigkeit griff nach ihm. Sie legte sich um ihn wie ein Taucheranzug und zog ihn nach unten. Vor seine Augen trat ein milchiger Schleier. Unter Aufbringung seiner letzten Kraft drehte er den Kopf nach links. Der Schlauch des Wäschetrockners klemmte in der leicht geöffneten Seitenscheibe und verströmte weißen Rauch ins Innere. Abgase! Das sind Abgase, dachte er. Aus dem Auspuff des Wagens ins Innere geleitet. Er war im Begriff, sich umzubringen. Das durch die Erkenntnis blitzartig einschießende Adrenalin half ihm nicht. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Sein Blick verengte sich zu einem langen, dunklen Tunnel, an dessen Ende das Licht zu einem winzigen Punkt gefror. Seine Lider schlossen sich. Ein letztes Mal versuchte er zu begreifen. Verzerrte, ruckelnde Bilder glitten vor sein geistiges Auge. Er war spät nach Hause gekommen. Er hatte mit einem Geschäftspartner gegessen und Wein getrunken. Vermutlich ein wenig zu viel, um noch Auto fahren zu dürfen. Nachdem er mit der Fernbedienung das Rolltor seiner Doppelgarage geöffnet hatte und hineingefahren war, hatte er den Motor abgestellt und war ausgestiegen. Die Umrisse eines Fremden, ein sich von hinten nähernder Schatten, ein stählerner Arm, der ihn umklammerte, eine Hand vor seinem Mund und seiner Nase, die ihm die Luft zum Atmen nahm, ein Einbrecher, ein Überfall. War das tatsächlich geschehen? Oder handelte es sich nur um eine letzte Bilderfolge, die ihm sein Unterbewusstsein vorspielte? Hieß es nicht, am Ende würde das ganze Leben noch einmal wie im Zeitraffer an einem vorüberziehen? So ganz stimmte das nicht, aber letztlich war es egal. Dann wurde es still und er ließ los. Gleich bin ich bei euch, dachte er. Dann glitt er in die ewige Nacht. Wir springen in Kapitel 4. Es ist Samstagmorgen.
die Chefin des Morddezernats oder besser des Dezernats für Tötungsdelikte, Fernanda Gomez, hat Speer und Bogner zu einer Besprechung eingestellt. Anwesend ist auch Hans Lauer vom Kriminaldauerdienst. Der hat den soeben beschriebenen tragischen Todesfall als Selbstmord eingestuft und schon zu den Akten gelegt. Der Tote heißt Arno Schwarzer. Mit seiner Firma hat er Computerspiele entwickelt. Und tragischerweise wurde seine Frau und sein kleines Kind vor 1,5 Jahren bei einem Einbruch von einem Einbrecher ermordet. Nun, Fernanda Gomez hat etwas erfahren, das sich stutzen lässt an der These von einem Selbstmord, auch wenn die Vorgeschichte passen würde. Deshalb auch die Besprechung. Wir springen jetzt mitten rein. Jedenfalls hat Schwarzer wieder Spiele entwickelt und in einem Monat sollte sein neuestes Game auf den Markt kommen, fuhr Lauer fort. Man könnte denken, das spricht gegen Selbstmord, gab Gomez zu bedenken. Nicht unbedingt. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Menschen gerade auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs beschließen, ihrem Leben ein Ende zu setzen, sagte Speer. Vielleicht war Schwarzer der aufkeimende Rummel zu viel geworden. Um wie viel Uhr ist er denn gestorben? Der Leichenbeschauer hat den Todeszeitpunkt auf 22 Uhr plus minus eine Stunde festgelegt, sagte Lauer. Wie gesagt, wir haben den Fall als Selbstmord ad acta gelegt, weil wir nichts gefunden haben, das auf Fremdeinwirkung hindeutet und die Vorgeschichte zu einem Selbstmord passt. Die Chefin scheint aber etwas zu wissen, das für Mord spricht, sonst säßen wir nicht an diesem Tisch, feixte Bogner. Gomez zog die rechte Augenbraue hoch und verzog ihre schmalen Lippen zum Ansatz eines Lächelns. Nicht direkt, räumte sie ein. Wissen wäre übertrieben. Ich habe gestern Nachmittag einen Anruf erhalten und der Inhalt des Gesprächs hat bei mir zumindest leise Zweifel an der Selbstmordthese gesät. Jetzt wird's interessant. Bogner steckte sich einen Kaugummi in den Mund und grinste breit in die Runde. Der Anruf kam aus der Justizvollzugsanstalt Moabit. Gomez blickte zu Speer und dieser hatte das Gefühl zu ahnen, was jetzt kommen würde, auch wenn das keinen Sinn ergab. Es war keiner der Wärter und auch nicht der Direktor. Es war ein Gefangener. Sie kennen ihn alle. Georg Hauser. Speer hatte richtig gelegen und war dennoch sprachlos. Lauer stand der Mund offen und Bogner klopfte sich aufs Knie. Unser guter alter Polizeipsychologe meldet sich aus dem Knast zu Wort. Die Ironie in Bogners Stimme war überdeutlich. Georg Hauser hatte über ein Jahrzehnt als Psychologe im Dienst der Berliner Polizei gestanden. Was niemand ahnte, zu Zeiten der DDR hatte er im Auftrag der Stasi Systemfeinde eliminiert. Im November letzten Jahres hatten alte Seilschaften aus jener Zeit sich seine Fähigkeiten wieder zunutze gemacht und Speers gesamte Familie geriet ins Visier des Killers. Hauser griff sogar das Haus an, in dem Adrian Speers Familie bewacht wurde und erschoss dabei zwei Personenschützer. Er war für seine Taten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Was hat Hauser gesagt? Fragte Speer. Dass er von Arno Schwarzers Tod in der Zeitung gelesen habe. Er sei sich sicher, dass es kein Selbstmord war. Er könne das auch begründen. Lauer schnappte nach Luft und Bogner schüttelte den Kopf. Der Mann ist ein Psychopath. Der will sich nur wichtig machen. Oder er weiß wirklich etwas, sagte Speer. Auch Psychopathen verfügen manchmal über brauchbare Informationen. Mag sein, dass Hauser uns zum Narren hält, vermittelte Gomez, aber wir müssen dem trotzdem nachgehen. Sie werden ihn sicher gefragt haben, wie er darauf kommt, dass es kein Suizid war, warf Lauer ein. Gomez nickte, das habe ich, aber er wollte es am Telefon nicht sagen. Das ist total verrückt, sagte Bogner. Wegen dieses Irren lassen Sie uns am Samstagmorgen hier antanzen, ausgerechnet uns. Es gibt genügend Kollegen, die Hauser neutraler gegenüberstehen. Fernanda Gomez sah Bogner nur stumm an. Nein, stammelte dieser, obwohl er ihren Blick genau richtig gedeutete. Leider doch, erwiderte Gomez. Hauser will nur mit Ihnen beiden reden. Sie sollen noch heute zu ihm kommen. Wenn nicht, behält er für immer für sich, was er weiß. So viel als Leseprobe für heute.
ist auf jeden Fall schon richtig spannend. Und ich habe eine Frage, bevor ich an den Chat übergebe. Gibt es das, also wir hatten es eben bei Rumi, dass es so ein bisschen auf einem echten Fall basiert mit Natascha Kampusch. War das bei dir auch so oder wie bist du da auf das Buch gekommen, beziehungsweise auf die Idee? Gute Frage. Ist ja schon ein bisschen länger her. Aber tatsächlich auf einer tieferen Ebene, sage ich mal, ist das Buch auch ein bisschen kritisch, weil es auch darum geht, inwieweit Gewaltdarstellungen auch wieder zu Gewalt führen können. Und da gab es mal einen Fall, aber da habe ich eine Anspielung drauf, aber es gibt eigentlich im Konkreten, im Reellen keine konkreten Fall, auf den ich jetzt da basiert das beziehen würde. Es ist wirklich rein der Fantasiensprung, könnte sich aber so zugetragen haben. Super spannend hat es ja anscheinend, auch wenn du meintest, es gab so einen Fall und es ist eigentlich ganz spannend, dass es erst der Fantasie entsprungen ist und ja, du dann was dazu gefunden hast. Ja, genau. Es gab einen Fall, aber ich habe den hier eingebaut in einem anderen Kontext. Also es gab einfach einen Fall, den ich benutzt habe, aber der im Grunde genommen mit dieser Geschichte oder es ging um einen Amoklauf in diesem Fall, aber der Amokläufer war vollkommen anders inspiriert, als es in dem Buch ist, im Grunde genommen. Aber ich habe halt eben ein bisschen die Fakten dann verändert. Aber es ist auch nur ein Teil des ganzen Buches. Ja, trotzdem spannend. Ich bin halt bei Thrillern, ich lese so 4 im Jahr und bin deshalb so ein bisschen raus, was so den Plot angeht und finde das daher immer total spannend. Und der Chat sicherlich auch. Nächstes Jahr, da kamen bestimmt auch einige Fragen zusammen. Ja, also erstmal haben wir unfassbar viele Chris-Fans in unserem Chat. Das kann ich schon mal widerspiegeln und vor allen Dingen auch seit der ersten Stunde. Und eine Frage ist auch tatsächlich, wie es sich denn damals angefühlt hat, als klar war, direkt das erste Buch ist ein super Erfolg. Wie hat sich das für dich angefühlt, Chris? Das war schon unglaublich. Wobei ja so ein direkter Erfolg war es gar nicht, weil die Vorgeschichte ist im Grunde genommen, dass ich dieses Buch relativ schnell geschrieben habe. Das floss einfach so, ich fand es auch super gut. Nur keine der Literaturagenturen, die ja Bücher und Verlage vermitteln, hat es gewollt, hat es angenommen. Da habe ich mir gedacht, Mist, dann brauche ich ja einen Verlag gar nicht erst anzubieten, das wird nichts. Und dann habe ich ein halbes Jahr später von der Möglichkeit des Self-Publishing erfahren, habe gesagt, na, das wäre doch vielleicht jetzt eine Chance. Habe das dann veröffentlicht, sehr aufgeregt und mit Vorfreude. Und die Vorfreude oder Freude hat sich dann schnell wieder gelegt, weil auch nach Wochen vielleicht eine Handvoll Leser das Buch runtergeladen haben. Und dann dachte ich mir, na, das wird dann auch wieder nichts. Und irgendwo erst über 2 Monate später, was heute eigentlich gar nicht mehr denkbar ist, nach so einem Zeitraum, ist das Buch dann durchgestartet und immer höher in die Charts gestiegen. Und wurde dann auch eins der erfolgreichsten Bücher, also E-Books des Jahres. Und das war Wahnsinn. Also das Gefühl ist unbeschreiblich, dass man irgendwie gedacht hat, ist doch also so das, was ich jetzt geschrieben. Ich schreibe ja immer so, was ich auch gerne lesen würde. Das ist also mein Credo. Und von daher denke ich, das lesen auch noch andere gerne. Und das war natürlich die Motivation für mich, dann weiterzumachen. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, dann triffst du mit deinem eigenen Geschmack einfach den Geschmack von sehr vielen. Und ein großes Dankeschön von unserer Community, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir haben dir alle sehr gern zugehört. Hier kann ich nur anschließen. Und ich finde es auch super spannend, dass du sagst nach 2 Monaten, weil das macht es ja auch super schwer nachzuvollziehen, was dann in der Zwischenzeit passiert ist. Also Wahnsinn. Ich weiß es auch nicht. Also damals, das waren noch andere Zeiten, dann ging es noch viel über Foren, wo ich dann mal reingeschrieben habe. Aber dass das dann so durchstartet, das ist eigentlich sehr seltsam gewesen. Also weiß ich bis heute nicht, warum das war. Sollte vielleicht so sein. Ich habe schon öfters mal früher dran gedacht, aufzuhören. Und immer, wenn das so war, kam dann irgendwo so ein ganz großer Erfolg. Irgendwie über wie so ein Zeichen, nee, weitermachen. Das hat auch was genutzt. Also Beharrlichkeit und Disziplin haben sich ausgezahlt. Sehr schön. Das sind auch eigentlich ziemlich schöne Schlussworte, die man sich so mitnehmen kann. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, ja, dass wir sehr, sehr dankbar sind, dass das geklappt hat, egal wie es jetzt passiert hat. Und dann können wir noch mehr von dir lesen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke schön auch für die Lesung und für den spannenden Einblick. Und ihr alle wisst ja jetzt, ihr könnt auch mit Band 3 einsteigen. Ganz genau. Und Band 4 kommt dann schon im Dezember. Und würde mich freuen, wenn auch einige, die es noch nicht gelesen haben, einfach mal zum Buch greifen würden und sich es mal anschauen. Eignet sich als Weihnachtsgeschenk, also sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Dann Dankeschön, Chris, dass du da warst. Ich bedanke mich. Ja. Vielen, vielen Dank. Und gleich geht es ganz spannend und ganz anders weiter.